Aber jetzt haben wir wenigstens einen Gleiter. Das ist beruhigend. The sea glide will increase your effective exploration range. For your safety, please pack supplies for long journeys and stay within 5 kilometers of the nearest life pod or habitat. Okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch eine Standard-Sauerstoffflasche. Ne, Glas 2 brauchen wir noch. Glas hatte ich zumindest. Glas. Mit Quarz. Quarz haben wir aber auch genug. Das sollte kein Problem darstellen. Noch ein Glas. Titan habe ich. Ich habe genug Titan, das war kein Problem. Incoming Transmission. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad, how many of you. I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. So, dann schauen wir mal. Die Standard-Sauerstoffflasche raus. Und dafür jetzt eine Taucherflasche mit höherer Kapazität. Ja. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann schauen wir uns jetzt mal um. Ah, okay. Kann ich jetzt auch was Neues? Kabel? Schatz. Ah, Silbererz brauche ich dafür. Tischkorallenprobe, okay. Noch eine. Kommunikation. This is Ozzy from the cafeteria. What the hell, guys? They didn't want us this might happen. Our pod was on. Almost crushed by the Seamoth Bay on the way down. Now we're hanging on the edge of a cave system, and this grim-looking snake thing's trying to eat through the hull. Oh. Come get us already. Signal location uploaded to PDA. Da haben wir sogar ein Silbererz, sehe ich gerade. Aber wir brauchen mehr. So, Klubschi. Dann mach mal Butter bei die Fische. So, wir machen uns jetzt auf den Weg. Die Vorräte brauchen wir erstmal nicht. Ein bisschen was zu sammeln. Hallo Colin Moore. Sehr viel. Okay. Jetzt haben wir ja einen Gleiter. Cool. Rettungskapsel 17. Wo ist die andere Kapsel hin? Kapsel 19. Ich würde sagen, wir gehen mal zu 17. Erstmal oben. Es geht schon ordentlich ab, das Ding, muss ich sagen. Und wieder finden wir nur Blei. Oh je. Ach, guck mal. Sehr gut. Schauen wir mal, was wir hier finden können.
PDA. Ozzy's log. It's the day of the crash. I don't know what the heck is happening. I'm scared and I'm not going outside. There are shadows in the water under the hatch, but I can't tell if they're rocks or aliens. And there's weird looking caves nearby. The Aurora was carrying. Yo, ruhig, Bruder, ruhig. Bays, bioreactors, propulsion cannons. It had a cinema. There was a zero-G gym. Okay. My cafe. I don't understand how we're here now. I don't know why no one's coming for me. Jetzt bin ich in Ruhe. Die zwei Sekunden. Was ist das jetzt? Oh, Alter. Ja, dann würde ich mal sagen. Fuck you! Oh fuck. Ich will nicht sterben. Mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Nächste Woche gibt es echt viele Livestreams, sehe ich gerade. Schatz. Schatz? Habe ich irgendwas verpasst, was sie gesagt hat? Ich glaube ja. Ah, sie kommt sofort. Gleich wieder hat sie geschrieben. 86% haben wir noch. Versuchen wir es mal näher zu kommen. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Wir haben 135. Passing 200 meters. Oxygen efficiency greatly decreased. 85 habe ich noch. Nee, das ist zu tief. Das ist mir eindeutig zu tief und zu riskant. Da müssen wir noch ein bisschen suchen, meiner Meinung nach. So ist jetzt mein Pot. Da ist eine Insel. Soll die da sein, so einfach? Boah, die war vorher nicht da. Hä? Bin ich jetzt blöd? Was zum Henker ist? Picking up multiple energy signatures on the island's surface. Ah! Okay, böse. Ah! Okay, giftig. Giftig, as fuck, giftig. Hab ich's jetzt getötet? Höhlenkrabbler.
Oh! Huh? Hey, geh weg! Geh weg! Ich bin fasziniert. Wirklich sehr fasziniert, warum hier direkt eine Insel ist. Pinke Pilze. Hä? Soll das so nah bei mir eine Insel sein? Ich habe schon mal gesehen, aber eine Insel soll doch einfach weiter weg sein, oder nicht? Die Insel war vorhin aber noch nicht da. Verschwindet die auch wieder, oder? Ich bin ziemlich verwirrt gerade. Ich bin fasziniert vor allem. Verwirrt und fasziniert. Zugleich. Da oben ist was. Na. Super, jetzt bin ich runtergeflogen. Komisch, auch was. Boah, wenn ich hier runterfliege, dann ist auch alles vorbei. What the hell? Preparing the day's water ration ahead of time will help ensure against dehydration and eventual death. New blueprint acquired. Observatorium. Interessant. Wow. Ich bin fasziniert. Sollte das so schnell funktionieren? New blueprint acquired. Wirklich faszinierend, ich glaube, das soll so sein, oder? Kann mir bitte jemand sagen, wie das sein soll? Ich finde das gerade ziemlich faszinierend. Drüben auch nochmal. Oh, wow. Ich bin gerade ziemlich erstaunt. Dass ich das durch Zufall jetzt gefunden habe. Integrating new PDA data. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I'd been dreaming of it. Now that I'm back here, I'm finding it hard to enjoy alone. Father was right. We should never have left this place. We shouldn't have gone so deep. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and Father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, there's always the view. Jetzt gehen wir noch da drüben hoch. Oh, da ist ja noch mehr. Ach, das ist abgestürzt, oder was? Hey! Ich glaube, das soll es so. Aha, okay.
Oh, hi. Ich möchte nur... Integrating new PDA data. Wo muss ich nochmal herkommen? Bitte greif mich nicht an. Schwimmflosse. Ultra Gleitfee. Scheinwerfer, was? Scheinwerfer? Ich bin ziemlich fasziniert. Lebende Wand. Interessant. Schreibtisch. Da ist auf jeden Fall noch eine PDA, die ich haben würde gerne. Okay, da komme ich nicht durch. Wow. Ich weiß nicht, ob das wirklich so sein soll. Ob ich das jetzt schon finden darf. Oder sollte, aber es noch länger gehen müsste. Aber ich bin fasziniert. Ziemlich fasziniert gerade. Okay. Es sieht immer so an, als ob ich mal irgendwas runterstoßen würde, damit ich nicht hochkomme. Das bilde ich mir, glaube ich, nur ein. Auf jeden Fall ist es ziemlich faszinierend. Ich bin... Wow. Einfach nur... Wow. Ich weiß gar nicht, warum ich das so faszinierend finde. Schreibtisch. Ein Drehstuhl. So, wir haben jetzt ein paar neue Aufzeichnungen. Die wir auch. Ja. Integrating new PDA data. This island is a godsend. Look out of the window. No predators. Fresh food. No building materials, nothing left of the ship. And your kid says we're gonna starve without more grow beds. Speak up, kid. It's true, Father. The natural growth rates are too slow to keep supporting us. All I'm saying is ocean's got us surrounded. No use hiding. Sooner or later, we'll get our feet wet. The rest of your life may have been a fight made up, but I've made my decision. You want to forfeit your emergency pay to take a swim? Go ahead. Believe me, I'm thinking on it. Okay. Son. I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant patch. You stopped being in charge when the ship you were captaining sunk. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? Do you know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bard, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Only choice we got is whether to get buried with it. Paul Torgas aufzeichnen. 5 weeks since the crash. The only other survivors are my son, Bart, and Maida, the cut-price mercenary I commissioned for the journey. After days drifting in the life pod, rain hammering on the roof, the weather cleared and we washed up here.
I had made a salvage the Degazi wreck, set Bart to finding us a stable source of food. His education is paying off sooner than I'd anticipated. Our only problem is Maida. She says the weather's going to turn. I say she's finding excuses to risk our lives. I imagine she's not gonna weaken her life without a physical altercation, and she's itching for a fight. In every judgment she makes, things go from bad to worse. If she had my experience, she'd have more faith. Humans have spent millennia specializing in how to shackle nature to our will. This planet won't cause us any new problems. My one task now is to keep us alive as comfortably as possible until the insurance company arranges rescue. In this part of space, that could be months or even years. Okay. Hier ist Blut, so wie es aussieht. Ne, ist kein Blut, okay. Interessant. Meilenweit nichts als Wasser. Ob es mehr solche Inseln gibt? Weiß gar nicht. Aber hier gibt es an sich nichts mehr, oder? Ne. Ich weiß nicht, was mir die Kappen bringen, deswegen lasse ich sie erstmal stehen. Hoffe, hier heil runterzukommen. Also, die wurden unten verschüttet. Ich weiß noch nicht, wo sie sind. Wir sind der letzte Überlebende auf dieser Welt. Und werden wahrscheinlich auch der letzte Überlebende bleiben. So wie sich das anhört. Und ja. Das ist eine Lagune. Man könnte sich jedenfalls noch von unten anschauen. Ach, guck mal an. Außenbeet. Ah, es gibt also auch Innenbeete. Okay. Kann ich dann... Wie pflanzt man dann? Einfach fallen lassen? Nein, funktioniert das nicht. Schade, ich dachte, ich könnte das jetzt benutzen. Aber wir können hier einfach ins Wasser springen. Schauen wir uns das dann mal. Wir haben ein Income erreicht. Schauen wir uns das mal an, was hier jetzt... Safe verschwindet die wieder, so wie das aussieht. Da ist die Lagune wahrscheinlich. Ja. Okay. Ja, schauen wir uns jemand anderes an, würde ich sagen. Ich hoffe, sie bleibt auch. Dass wir die Insel nicht gesehen haben, das ist ja echt verwunderlich. Schon etwas komisch. Naja, nichts draus machen. Das wird schon. Ah! Rendering over 9000. Sie verschwindet nämlich, weil wir zu weit weg sind. Oder? Nee. Das kann nicht sein. Die war die kann nicht die ganze Zeit da gewesen sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Das kann nicht sein. Nein. Man hätte sie erahnen können, ja. Das ist wahr. Aber ja. Mehr auch nicht. Ah, genau. Dann machen wir das doch gleich mal. Destilliertes Wasser. Habe ich es gerade fallen lassen? Ich habe es gerade fallen lassen, ich Idiot. Ich habe es gerade zweimal fallen lassen.
Gott, fühle ich mich gerade dumm. Mann, das war das auch noch. Die müssen wir jetzt eh essen. Schluss verrecken die. Und das noch. So. Sind wir wieder voll. Das ist ja echt gemein. Schatz? So. Schatz? Ich mach jetzt gleich mal kurz das Licht an. Da, wo die Antriebe sind, alles klar. Das Wrack darf ja nicht verschwinden. Das Wrack, da können wir ja auch dann noch hin, wenn wir den Strahlenschutzanzug haben. Und dann müssen wir schauen, aber ich bin gerade echt fasziniert, dass wir die Insel gefunden haben. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, ob das so einfach geht. Wenn es einer weiß, gerne schreiben. Ja, das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wie tut sich der Kleider aufladen? So. Wir haben eine Nachricht. I priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live pod is carrying high priority passenger. Yoki Kassar. I said Kassar. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Ah, okay. Aber es ist gewollt, dass man sich so früh entdeckt, oder ist es nicht eher Endgame? Ich bin da, wie gesagt, ziemlich interessiert gerade daran. Laserschneider, haben wir zu wenig. Kabelsatz und Computerchip. Silbererz, dafür. Haben wir einen Strahlenschutzanzug. Blei hätten wir, was brauchen wir hierfür? Schlingpflanzenprobe, Silber. Haben wir nochmal ein Silber bekommen? Blei haben wir zweimal, okay. Dann brauchen wir ja jetzt nur noch. Jetzt machen wir erstmal das Licht an. Ich bin gleich wieder da. Einmal eine Fanta aufzumachen. Keinen Schön bleiben nachher. Sehr schön. So. Versuchen wir mal zum Glück. Und zwar in die Richtung. Oh, die kommen mir schon entgegen, oder was? Schlecht, wenn er sich so weit wegtraut und greift er gleich meine Rettungskapsel an. Ach, guck mal, ja, genau, das wollte ich letztes Mal noch. Signalboje. Labortisch. Aha. Man sollte halt auch alles scannen. Da haben wir nichts.
Auch nix. Auch nix. Da haben wir was. Nix, okay. Da aber. Ach, guck mal, ein Seekleiderfragment. Der hätten uns also früher gefunden. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt was Interessantes gefunden, so eine Insel. Schon ziemlich nah. Das gefällt mir schon so gar nicht irgendwie. So. Dann müssten wir jetzt genug haben für eine Faser. Ja. Dann können wir jetzt. Ah, wir brauchen zwei Fasern, natürlich. Ja, ich habe glaube ich noch. Habe ich noch genug für? Nee. Dann muss ich nochmal los. Man sollte aber richtig lesen. Das war schon ziemlich arg nah. Ja, nochmal zwei. Machen wir nochmal drei weg, weil ich habe ja noch eine. Das heißt. 1, 2, 3. Na, so. Dann machen wir uns mal auf den Weg Richtung Wrack. Können wir vielleicht noch. Blei haben wir hier. Metallschrott haben wir auch mitgenommen. Jetzt haben wir. Das falsche. So. Schutzanzug haben wir. Strahlenschutzanzug, Strahlenschutzanzug. Okay. Dann können wir uns mal versuchen, Richtung Wrack zu gehen, oder? Na du? Gibt es noch was Interessantes? Ich hoffe, die Energie reicht bis da drüben. Ah ja, wir sind fast da. Das lang, okay. Schatz, bist du wieder da? Sieht auch cool aus. Oh, das muss ich nehmen. Was machen die Signalboje? Würde ich gerne wissen. Sortorium haben wir freigeschaltet, Scheinwerfer haben wir freigeschaltet, Shot haben wir freigeschaltet. Lebensform Zuchtbehälter. Oh, das hört sich interessant an. Machen wir es denn? Na, ist ja egal gerade. Wir können auf jeden Fall eine Signalboje bauen. Bürostuhl. So. Erkundung hier. Blueprint acquired.
mir noch was Wichtiges. Nö. Einfach nein. So, wo gibt's denn einen Eingang bei dem Schiff? Gibt's überhaupt einen Eingang? Das schöne Schiff. Das ist auf jeden Fall Metallschrott, den wir nicht nehmen können. Gut. Jetzt wird's natürlich dunkel. Ist so auch nicht. Metallschrott. Kupfer. Nein. Titan. Na toll. Vielleicht hätte ich mir einen Flashlight machen sollen. Ah, nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du stirbst, wenn ich mit mir anlegst. Du stirbst, habe ich gesagt. Zieh dich. Das ist extrem groß. Gibt's dazu überhaupt einen Eingang? Sieht nicht so aus. Wie geht's hier? Geh weg von mir. Ja, ist doch gut jetzt. Du kriegst mich nicht. Du bist doch. Lifeform readings in this region are sparse. Echt? The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the ecosystem if not contained within the next 24 hours. Self-scan complete. Foreign bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Okay. Wo kommt die denn her? Nanu? Komm hier wieder auf. So. Ich frage mich gerade, wie die da herkommen. Weil das sind ja eigentlich einheimische Dinger, oder nicht? Oh, wow, wow. Okay, cool. Ah, fuck it. Boah, ist das ekelhaft. Okay, ich glaube, wir sind zu früh da. Wir müssen das Schneidewerkzeug erst noch ein bisschen scannen. Flutlicht. Hörst du auf? Gehst du weg? New blueprint acquired. Also bin ich jetzt umsonst hierher gekommen, weil ich hier eh nichts rausholen kann. Ja. Oh je. Oh, da krieg ich Gänsehaut bei den Dingern. Die sind eklig as fuck. Du stirbst jetzt. Du Ratte. Oh, das ist noch mehr. Ja, komm her. Komisch, okay. Also brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch was anderes. Wir dürfen dann immer vorne reingehen. Okay. So einen anderen Weg? Wahrscheinlich nicht. Gucken wir mal da lang. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Tiefsee. Wie tief ist der? Also fürs tiefe Tauchen brauchen wir was. Und wir brauchen den Laserschneider. Das kriegen wir bestimmt, wenn wir bei diesem. Was ist das?